Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, endlich reden wir heute mal. Es haben so viele Leute darauf gewartet. Heute reden wir mal über das Prequel zu X. Wir reden nämlich heute über den... Ja, darüber müssen wir gleich nochmal reden, was für ein Film das genau jetzt gleich ist. Genau, wir reden aber auf jeden Fall mal über Pearl aus dem Jahre 2022 und dieser Film geht ganze 103 Minuten lang und wie gesagt, ist ein Prequel zu X. Und ich habe über diesen Film schon eine Kritik gemacht. Ich war damals sowas von Hype. Ich fand ihn sowas von geil. Ich habe dort das erste Mal Mia Goth wahrgenommen. Die Schauspielerin, die hübsche Dame hier, die habe ich dann erstmal wahrgenommen und mochte dann ihre weiteren Filme wie Infinity Pool und so weiter und so fort. Ich mag die Schauspielerin einfach ziemlich gerne. Und habe mich halt tierisch darauf gefreut, jetzt endlich Pearl geschaut zu haben. Und meine Erwartungen waren ganz oben. Waren ganz oben, weil X hat mich schon umgehauen, aber ich denke, jetzt kriegen wir nochmal die Vorgeschichte zu diesen zwei älteren Damen, Pärchen, das ältere Pärchen aus X, kriegen wir nochmal eine Vorgeschichte von und Mia Goth spielt dann auch die Hauptrolle und ich dachte mir so, geil, 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 das brauchen wir, das brauchen wir. Drehbuch, wie gesagt, oder noch nicht gesagt, ist von Ty West, der auch diesen Film gedreht hat. Ty West hat auch so Filme gemacht wie Cop'n Weaver 2. Und Mia Goth hat auch hier in diesem Film, zu diesem Film, das Drehbuch geschrieben. Und ich sag euch jetzt mal eins, ich fand sie in X schon richtig geil. Also richtig gut gespielt, aber in diesem Film, es dreht sich alles wirklich nur um Pearl. Und Pearl, das ist halt die Person, worum es geht. Und sie spielt hier Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich sag's euch immer wieder, warum manche Filme einfach nie für den Oscar nominiert werden. Ich verstehe es manchmal nicht. Es sind manchmal Meisterleistungen, wo ich mir denke, beachtet doch mal ein bisschen die Filme, die ein bisschen nebenan sind. Mach's doch einfach mal, wirklich. Nehmt die doch, oder wenigstens einen Golden Globe, irgendwas, was ganz oben ist und nehmt mal diese, natürlich hat Pearl irgendwelche Preise eingeheimst, aber halt nicht die ganz oben. Und ich finde, wenn man so eine Arbeit abgibt, beachtet, nominiert sie zumindest. Ja, das ist meine eigene Meinung, Gottes Willen. Ich kenne viele Leute oder viele haben mir auch in Kommentaren reingeschrieben, die mögen Mia Goth einfach nicht. Es ist so eine Stereo-Person, die eigentlich immer die gleiche Rolle spielt. Und ich sehe das halt ein bisschen anders. Aber da gehen die Meinungen ja auch immer auseinander. Das ist ja auch alles gut so. Genau. Manche sagen ja auch zum Beispiel, Till Schweiger spielt sich in jedem Film gleich. Das unterschreibe ich aber auch. Aber andere sind dann wieder andere Meinung und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich damit meine. So, ja, und bevor wir jetzt gleich zu diesem Film kommen, muss ich, bevor ich es nämlich nachher vergesse, es wird einen dritten Teil geben. Ja, es wird einen dritten Teil geben, es wird eine Trilogie werden. Und der dritte Film soll wirklich schon dieses Jahr im Kino kommen. Das soll dann der Titel haben, Maxim. Und soll dann in den 80ern spielen. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf. Wo ich das gelesen habe, ich habe mich drauf gefreut. Und dieser Film, Pearl, hat sehr gute Kritiken bekommen. Allein schon wegen, dieser Film spielt im Jahr 1918. Und die haben diesen Look von damals echt gut eingefangen. Der Film sieht richtig mega geil aus. Also die Bilder alleine schon, wenn die vor so ein altes Kino steht oder die alte Farm da und das ganze Setting und ich habe gedacht, boah, Alter, da haben die sich Mühe gegeben. Das sieht richtig geil aus. Das sieht auch die Klamotten ist. Man ist halt in diesem Zeitalter drin. Also man merkt diese Liebe zu diesem Film. Das war auch bei X so. Das spielt ja so in die 70er, glaube ich, rum. Man sieht die Details vom Film und die nehmen sich das ernst, haben sehr viel Liebe in diesen Film reingebracht und das spürt man und das kriegen dann wir als Zuschauer aber auch wieder. Ja, ich habe natürlich auch viel gelesen, ein paar Kritiken und da steht da, einer schrieb einem albtraumhafter Gewalt und so weiter und so fort. Der Film ist selbstverständlich mal wieder ab 18 freigegeben, Amerika R-Rating gekriegt und so weiter. War dieser Film ja auch, also von der Brutalität, die eigentlich gar nicht so schlimm, die ich gar nicht so schlimm fand eigentlich in diesem Film, aber ja, es wurden hier schon welche Leute zerstückelt, so ist es nicht.
Köpfe flogen, ja, welche wurden verbrannt, weil manche Leute also den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen. Ja, ein bisschen ging es dann doch da ab. Und ja, ich will jetzt keinen Vergleich ziehen. Zum Beispiel, ich will ihn jetzt nicht vergleichen mit dem Film X, welcher davon jetzt besser ist. Weil das kann und werde ich einfach nicht machen, weil der spielt in den 70er Jahren, hat ein ganz anderes Storyline. Und dieser hier ist was ganz anderes. Pearl ist eine ganz andere Story. Es geht nämlich wirklich ausschließlich nur um Pearl. Und jetzt werde ich hier ein bisschen spoilern. Wir haben Pearl. Ihr wisst, bei X hat sie damals die Farm nie verlassen. Die war immer auf der Farm und war halt psychisch drauf. Und jetzt haben wir die Vorgeschichte, warum das so passiert ist. Warum hat sie die Farm niemals verlassen? Warum ist sie so psychisch geworden, so psychisch krank? Das liegt daran. Und jetzt kommt's. Sie lebt halt mit ihren Eltern allein auf dieser Farm. Der Papa ist pflegebedürftig, sitzt nur im Rollstuhl, kann auch nicht mehr reden. Und ja, die Mama ist sehr streng, ist sehr streng. Es ist eine harte Zeit. Die spanische Grippe ist gerade im ganzen Land und die haben Angst, krank zu werden. Der Papa hat es ja schon. Und sie will aber mehr. Sie will von dieser Farm weg. Sie hat dieses Leid, auf diese Farm alleine rumzugehen. Die ist verheiratet, ihr Ehemann ist im Krieg und sie will mehr von Leben. Sie will nicht nur auf diese Farm sein. Sie will nach Europa. Sie will eine große Tänzerin werden. Sie schleicht sich heimlich in den Kinos rein und sieht sich diese Tanzfilme an und träumt davon, ein großer Star zu werden. Und das macht sie so psychisch einfach kaputt. Irgendwie, die weiß, dass sie nicht wegkommt. Aber wie kann die weg? Die Eltern sind da. Und solange die Eltern da sind und der Papa muss gepflegt werden, die Mama lässt sie nicht gehen. Und solange die beiden da sind, kommt sie von der Farm nicht weg. Also was muss sie machen? Richtig, die Eltern ermorden. Ja, dann trifft sie im Kino halt, der die Filme vorführt, trifft er jemanden, der ihr alles verspricht. Ich nehme dich mit nach Europa, ich bringe dich auf die große Leinwand. Und sie ist natürlich ganz hin und weg, freut sich des Lebens, ja, endlich geht's voran. Und dann kommt nachher raus, er will es dann doch nicht machen. Und was passiert? Auf welche brutalste Art und Weise das manchmal dann geht, ne? Ist schon, ja. Das Ganze hat mich auch zwischendurch ein bisschen erinnert an Psycho, den Film von Alfred Hitchcock. Nicht, dass ich auch diese Filme vergleichen würde, das würde ich niemals machen. Psycho ist natürlich ein Meisterwerk, das möchte ich hier, aber von der Art her würde ich das schon mit Psycho vergleichen und ein bisschen von den Zauberer von Oz. Ja, da steht auch in Wikipedia drin, hat ein bisschen was von Zauberer von Oz und hat es wirklich, weil die Bilder danach so sind. Sie läuft so rum wie wie hieß sie nochmal von Zauberer von Oz? Wie hieß sie da? Ich komme nicht drauf. Schreib es in den Kommentaren bitte rein, wie die nochmal hieß von Zauberer von Oz. Sie läuft auch die ganze Zeit dort so rum über die ganzen Felder, so wie bei den Zauberer von Oz. Und dann gibt es ja auch die berühmte Szene mit der Vogelscheuche. Die ist ja alleine und hat auch Bedürfnisse. Und sie ist ja ein bisschen verliebt an diesen einen Jungen dann da und findet dann auf dem Maisfeld eine Vogelscheuche und tja, hat dann Sex mit der Vogelscheuche. Ich musste lachen. Ich musste lachen. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass sie sich ja nackt ausgezogen hat und dann. Pff, nein, nein, sie war angezogen und hat dann. Ich will nicht ins Detail gehen. Ich will nicht ins Detail gehen. Aber es war eine Szene, dann habe ich gedacht, Alter, das ist. Was ist das schon wieder? Ich habe Momente, wo ich mir denke, Alter, warum? Warum jetzt mit der Vogelscheuche? Aber es war, glaube ich, eine Anspielung auf Zauberer von Oz. Sie war Eisprung, keine Ahnung. Irgendeiner musste herhalten, da war die Vogelscheuche, ja, nicht weit weg. Das ist passiert in dem Film. Es tut mir manchmal mal so leid, dass ich über solche Sachen reden muss, aber ich denke mir das ja nicht aus. Ich würde mir sowas so. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin schon wieder. Ha, ja. Und warum ich auch auf Psycho gekommen bin, weil sie ermordet ja ihre Eltern. Die Mutter ist halt verkokelt und der Papa erwürgt sie und sie setzt die beiden nachher am Tisch.
und ist mit dem zu Abend. Und das hat mich so ein bisschen an Psycho erinnert, weil sie ist ja selber sehr Psycho. Sie ist echt Psycho. Und Norbert Bates hat es ja damals ja auch gemacht, die Mutter damals immer weitergepflegt, als würde sie noch leben und so weiter und so fort. Und das haben wir in diesem Film auch. Also eine kleine Mischung aus der Zauberer von Oz, Psycho, und deswegen weiß ich gar nicht, wo ich den hinpacken soll, diesen Film. Ist das jetzt ein Horrorfilm? Nein, es ist kein Horrorfilm. Es ist für mich ein Psychothriller. So würde ich es benennen. Es ist ein Psychothriller, ein sehr brutaler Psychothriller. Ja. So ist das. Und ich mag das Ganze rumherum. Das ist so ein Film, den guckt man sich an und man versteht Pearl nachher auch auf eine Art und Weise, auf einer kranken Art und Weise, warum sie es macht und was Situationen mit Menschen machen, die nicht wirklich, die Träume haben, die aber. Wo Träume zerplatzen, wozu die dann imstande sind, welche Taten die machen können, wozu die zustande sind, abartig zu werden. Warum die Psyche, was sie mit einem macht. Und das zeigt der Film ganz toll. Und das finde ich in ganz tollen Bildern. Also wirklich, der Film sieht durchaus richtig mega aus. Also alle, die da mitgearbeitet haben, an Ton, Kameramann und die ganze Kulisse und alles drum und dran, Respekt, Respekt, ey. Super, super. Ich kann diesen Film einfach nur empfehlen und ich freue mich jetzt schon, wenn Maxim, also der dritte Teil, jetzt in den Kinos kommt, dieses Jahr. Ich werde mir den natürlich auch dann angucken. Mia Goth soll auch wieder die Hauptrolle spielen. Ich finde es richtig geil, es soll eine Trilogie werden. Das ist schön, wenn man das ansagt und das dann damit aber auch gut ist. Weil ihr wisst es, ich mag es auch wirklich nicht, wenn irgendwas nicht endet. Ich habe es gerade noch mitgekriegt, falls ihr es noch nicht wisst, Matrix 5 kommt. Ja, ich habe es gerade mitbekommen, Matrix 5 wird kommen. Und das ist wieder etwas, wo ich mir denke, irgendwann reicht das. Warum? Warum? Matrix 4 war doch schon ein Flop, oder gehe ich mal von aus, dass es ein Flop wird? Der Film war Kacke. Und da brauchen wir nicht noch einen fünften Teil. Ich weiß nicht, irgendwann ist doch mal Feierabend. Das hatten wir doch auch in Terminator. Terminator 1, 2 und 3 war schon nicht mehr gut und dann reicht das doch. Warum brauchen wir doch mal einen vierten, fünften, wie hieß der? Die Erlösung, Genesis und dann The Dark Fall oder Dark, wie der auch dann immer hieß. Warum brauchen wir das Ganze alle? Irgendwann reicht das. Es ist gut, wenn man irgendwas ansagt und so, es wird eine Trilogie und damit ist das dann fertig, es ist dann ein gesamtes Werk und dann ist das, da freut sich doch jeder, dann hat man doch irgendwas in der Hand, entweder gefällt es einem oder es gefällt einem nicht. Mir gefällt diese Art von Film sehr gut, es hat so einen Touch von, ja, es so einen eigenen Look, wie gesagt, dieser Film 70er Jahre Look, dann haben wir jetzt den von 1918, wo das Spiel diesen Look haben wir, jetzt kriegen wir bald die 80er Jahre, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich finde das schön, dass man das so einfängt, wie die Filme das so einfängen, wie alles zusammen sich zusammenfügt und das gibt es einfach so selten. Ich sag, das hat so einen Hauch von, einen Touch von Psycho, hat einen Touch von Alfred Hitchcock, ja, Psycho, einen Touch von Quentin Tarantino. Es ist sehr brutal. Es ist aber auch nicht, es ist jetzt aber nicht so brutal, dass es schon wieder zu viel ist, sondern es ist brutal dann, wenn es sein muss. Ja, und das mag ich halt einfach. Ich mag diese Art von Film, die gibt es einfach zu wenig. Und ich muss den Film ja noch bewerten. Ich quassel hier schon wieder euch wieder ein Kotelett an Ohr. Ich muss den Film jetzt bewerten von der Skala 1 bis 10. Und ich gebe diesem Film einfach mal, weil er mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht mehr, was ich X gegeben habe, welche Punktzahl, aber ich gebe diesem Film einfach, weil Mia Goth auch hier fantastisch gespielt hat, 8 von 10 Punkten. Und das ist viel. Das ist viel. Und gerade wie so ein Horror, Anführungsstrichen, Psychothriller. Hammer, Hammer. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen diese Filme nicht. Viele mögen Mia Goth auch nicht. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, jeder hat eine andere Vorstellung von dieser Art von Film. Ich bin großer Fan von trashigen Filmen. Ich bin großer Fan, wenn sowas dann auch sehr gut umgesetzt wird. Und von daher kann ich diesem Film nicht mehr als 8 Punkte, also muss ich diesem Film einfach von mir selber her 8 Punkte geben. Ja. Genau.
Ja, das war meine Meinung oder meine Kritik zu Pearl. Ich kann den nur weiterempfehlen. Den kann man zurzeit, glaube ich, günstig kaufen bei Amazon Prime. Da habe ich den auch gekauft, glaube ich, für 4,99 oder so. Das hat sich gelohnt. Ich weiß, überlegen, ob ich mir jetzt die Mediabook hole. Werde ich mir wahrscheinlich noch nachholen, aber ich warte mal ein bisschen, wenn die ein bisschen älter sind und dann in Angebot sind, weil ich muss sie jetzt nicht für 40 Euro kaufen. Ihr wisst, was ich meine. Die gibt es irgendwann auch für 30 Euro. Ja, genau. Aber die darf in meiner Sammlung nicht fehlen. Nein, 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 nein. Ja, wie gesagt, falls ihr mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.